Nero LP. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja. Ja. Was ist denn in der letzten Folge passiert? Klär uns doch bitte auf. Ja, wir haben ein paar Geister gejagt und wir haben Herrn Doktor Professor Igitt getroffen, befreit. Jetzt sind wir in seinem Labor. Und wir müssen Aufzugknöpfe abbringen. Ja, und unsere Freunde retten, die er eigentlich zurücklassen wollte. Ja, das kommt ja auch dazu. So. Das können wir auch nebenbei machen. So. Ja. Wenn wir Bock drauf haben. Ja, du wolltest ja eigentlich deine Freunde zurücklassen. Ja. Karte. Karte? Wir haben jetzt eine Karte, das ist schon mal sehr gut. Mhm. Spiele mit Karten, das ist immer, was ich genau brauche. Okay. Gut, dann machen wir mal. Hey. Oh. Oh. Also jetzt haben wir Kinder. Oh. Hey. Ich habe eigentlich. Da Ding gemeint, ja, Geld, was hier noch nicht. Ja, oh, diese paar Münzen. Münzen, was findet er? Er findet ein Juwel. Ja, finde ich auch. Okay, dann gehen wir mal zum Aufzug. Machen wir ein paar Knöpfe dran. Knöpfe! Hey. Du kannst die Spinnen auch anblitzen. Aus denen wird Geld. Das hast du schon gemacht. Gruselig. Okay, also einfach anzublitzen. Ja, du kannst sie anblitzen und du kannst sie auch ansaugen. Ja. Wir werden sie anblitzen. Ja. Wie ihr seht, er spielt immer noch alleine. Ich bin immer noch nicht bereit. Arbeit. So eine Arbeit, oder? Ja. Auch zu dir repariert. Hi. Hallo Luigi. Die Installation ist offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speichert, welche Etagen der Aufzug erreichen kann und sammelt auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hey, nimm doch mal die Aufzugsknöpfe, die du ergattert hast, und setz sie ins Panel ein. Oh yeah, here we go. Okay, was soll ich mit denen? Nee, genau. Oh yeah. Und schon kannst du die Karte einer neuen Etage aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem WB vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in den WB übertragen, sodass du die Karte jederzeit und überall ansehen kannst. Wenn du die Karte einer Etage vom WB-Menü aus öffnest, werden mehr Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie gerade so unerlässlich. Bei deiner Erkundung in diesem Feld sollte es stets zu deinen Prioritäten gehören, Aufzugsknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschten Rosch der Ebenen erreichen. Vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Noch eine Sache, bevor du loslegst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über den VW ausprobieren. Rufe mit Hilfe von Plus den VW und wähle damit Igitt sprechen. Ein Kinderspiel, also los, Luigi. Test, Test, 1, 2, 3, hier spricht Igitt, das größte Genie hier vor Ort. Bin ich laut und deutlich zu verstehen? Fantastisch! Die Kommunikation mit dem VW funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Test gerade, Luigi. Nutze das ruhig in manch schwieriger Situation weiß ich womöglich Rat. Ach, noch was. Mit Hilfe des VB kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich diese Option anbieten. Soweit so gut. Das Testen meiner Erfindungen macht ja Spaß, aber es gibt noch viel Arbeit. Ich hätte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug E5 erreichen, nicht wahr? Die Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi.
Meine Zimmernummer war... Flix, welches Zimmer hatte ich denn noch? Naja, egal, du hast ja eine Karte, auf der du nachsehen kannst. Viel Glück, Luigi. Versuche, lebendig zurückzukehren. Ja, danke. Okay. Ja, wie du ja sicherlich schon im Menü gesehen hast, da stand Teamspiel. Ja. Ja. Das kannst du aber noch nicht wählen. Boah, wir werden mal jemanden retten wahrscheinlich, ne? Na, du brauchst jemanden bestimmten. So, hier werden wir hin, hat er gesagt. Ja, Knopf. Muss schon auf den Knopf drücken. Aber ich denke mal, in Part 4 hier wird es so sein, dass ich dann jetzt dann auch endlich nicht auch dran komme. Hallo. Fünfte Etage. Oh, es ist am Regnen. Ich mag den Regen nicht. Der macht mich so depressiv. Wie sieht es mit dir aus? Ich mag ihn. Und schlafen bei. Ich schlaf gut bei Wind. Okay. Wow. What? Ja. Ah, Luigi, mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen, was ich zuvor unerwähnt ließ. Dein Schreckwerk FL-U hat eine neue Funktion mit dem passenden Namen Saugschuss. Damit kannst du so manchen Geist effektiver bekämpfen. Drücke Y, um eine Gummisaugglocke abzufeuern, die auf ebenen und glatten Flächen haftet. Was? Wenn du mit dem Schreckwerk FL-U an dem Seil saugst und dann A drückst, kannst du erst an Objekten zählen und sie dann zerschmettern. Fang am besten gleich damit an, Saugglocken zu verschießen. Übung macht den Meister. Ach, und vergiss nicht meinen Koffer, Luigi. Oh, bye bye. Ja, okay. Wow. Versuch mal den Kübel zu treffen. Von der Pflanze. Kübel, also. Siehst du, der bleibt haften. Und jetzt zieh mal dran. Ah. Muss schon A drücken. Ja. Oh. Ich muss die kaputt machen, okay. Oh, nicht. Interessant. Das soll sich beeilen, das Geld verschwindet in einer Weile. Mein Geld! Geld! Heißt das, wenn wir länger offen haben, kriegen wir noch mehr von eurem Geld? Also möchtest du noch mehr Geld? Na. 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 Oh ja! Oh ja! Einfach den Boden zu plexen. Ja. So. Oh. Das war ein bisschen unnatürlich. Grusel, 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 grusel. Da ist doch bestimmt schon den sein Zimmer, ne? Nein. Was? Ja. Hallo. Hey, na, seid ihr auch hier? Ja. Spinne! Dann nur, ja, nur auf glatten und ebenen Flächen. Ja, ja, Alter, ja. Alter, guck mal da, kommt Geld aus dem Spülbecken. Oder ne, warte, nee, Spülbecken aus dem Waschbecken. Ich will noch mehr, ich will noch mehr. Hey. Gibt nicht mehr. Du kannst die Toilette aufmachen. Hallo, ich bin die Toilette. Hallo. Hallo, ich bin die Toilette. Nee, auf, Mann. Natürlich geht sie auf, Mann. Auf, Gummi. Eine Gummiente. Nice. Das haben wir uns schon immer gewünscht, ne? Ja. Ich muss auch sagen, so, ich mache jetzt eure Inneneinrichtungen kaputt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich sag das immer. Ist gut, Luigi. Wir wissen, dass du langsam verreckst aufgrund von Staub. Ja.
Rob, aber das ist jetzt nicht der Grund, um gleich hier so auszurasten. Nicht so in Rot sind, die habe ich nicht gezogen. Nee. Alles klar. Hey. So ein Ratten! Lauf mit! Du kannst auch ZL und ZR drücken. So, ja. Du kannst da ein großes Chaos anrichten. Wow. Ja, ich doch. Was hat? Ich glaube, es kommt aus dem Schrank. Vielleicht solltest du den Schrank mal aufreißen. What? Du geh mal weg. Au. Ah! Au. War erstmal getroffen, ja. Ja. Ja, siehst du, du bekommst noch 5 Schaden. Nein. Ich will schnell das Geld einsammeln, sonst ist es gleich weg. Okay. Ich hab den Anzug. Kauf den Anzug einzusaugen. Ich stehe mehr auf Overalls. Auf Overalls? Ja. Glück. Ja, okay. Ja. Fahr ich schon wieder so ein Teil. Geld! Geld, das sind die wertvollsten aller Ratten. Nein, ich meine, solche Dinge gab es auch immer im Streichelzoo. Ja, Luigi, warum dauert denn das so lange? Geh zu meinem Zimmer und hol dir dort meinen Koffer. Ich muss erst mal ein Badezimmer aufschließen. Wenn du den Weg nicht findest, ruf die Karte mit dem VB auf. Ja, alles erkunden, also. Ja klar, müssen wir alles erkunden. Das habe ich auch gemacht. Erstmal hier erkunden und Geld einsammeln. Geld! Jetzt ja, scheiß auf den Koffer, ne? Ah. Geld ist wichtiger. Haha. Wer macht das? Aha. Ui. Hey, hey. Also, das Quadrat steht da irgendwie komisch aus. Quadrat ist praktisch gut, war das? Hast du verstanden? Ja. Was ist das denn? Gleich so ein Schneller. Ah. Voll gruselig. Gruselig. Ja, so ein kleines Minigolf-Ding. Ich glaube, du hast alle Bälle aufgesaugt. Oh, nee. Es sei denn, in der Tasche sind noch ein paar Golfbälle. Ja, vergiss nicht, du kannst, kannst Objekte mit Saugnäpfen bekleben. Feuer! Da, siehst du, das sind Bälle. Versuch sie mal dahin zu pusten mit ZL. Auch wenn das ziemlich schwierig ist. Ah, jetzt hat ihn aufgesaugt. Ah, wollte mal gucken. Wow! Alter, das geht kaputt. Boah. Das geht nicht, Mann! Du kannst die auch ansaugen, ganz leicht. Nein! Nein. Das ist da, glaube ich, noch. Aus dem Weg. So viel Knöpfe. Nein. Hm? Nein. Was? Wie? Ratten. Da ist noch ein Ball. Ich kriege ihn jetzt hier raus. Aber für ewig.
Ja. Ja, nee, warte, allerdings kann ich noch reingehen. Ja, wollte schon sagen, du kannst auch in unser Badezimmer reingehen. Wir müssen nur hier alles erkunden. Beziehungsweise du. Geld! Ich hab noch eine Frage, zeigt sich da irgendjemand in der Dusche drin ist. Oh! Oh! Oh mein Gott. Oh. Ist bei mir ein Waschen? Ja, erstmal hin. Oh. Herzen. Oh, ich war doch wieder voll irgendwie. Ja. So, erstmal in eine Richtung zerstören, ne? Ja. Erstmal Vandalismus betreiben. Das ist schön. Da freut er sich. Ja. Wir sind keine Golfbälle mehr da. Ja, vielleicht kommst du ja zu einem. Vielleicht kommen wir ja zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal her. Ja. Fuck den einfach da. Ah! Hä? Vorsicht, sie haben Waffen! Aber ich auch. Sie haben Staubwedel! Oh, zwei auf einmal! Nice! Hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. ZL drücken. Das Geld! Jeder Schein ist wichtig. Da sind noch so viele Scheine und Goldbarren übrig. Jetzt sind sie weg. Luigi, warum dauert denn das so lange? Geh zu meinem Zimmer und nehm dir dort meinen Koffer. Ich bin gerade hier Zeug. Wenn du den Weg nicht findest, ruf die Karte mit dem VB auf. Hello. Da! Spin it! Yeah, Vandalismus! Was ist das denn? Ein Sparschwein! Eine Perle. Sieht gut aus, ne? Vielleicht irgendwas. Ja, doch. Gleich noch sein. Ist egal, ne? Okay. Ja. Ich dachte, du musst ja ein überkompliziertes Rätsel oder so lösen. Das war doch überkompliziert. Vor allen Dingen, so ist man die Wand da hinten überprüfen. Vor allen Dingen mit der Düsterlampe da hinten, wo vorhin das Laken abgerissen hast. Das ist doch nicht irgendwie so eine Wand, da ist doch bestimmt noch was. Nein, nicht die. In dem anderen Zimmer. Also links. Links von dir. Ja, jetzt gehen wir da hinten zu der Wand hin und mach mal die Düsterlampe an. Da muss doch bestimmt noch was sein. Aha. Nein, ich muss hier weg. Herzchen. Perlchen. Und Pärchen? Das Ausrufezeichen auf der Karte zeigt dir übrigens, wo du hin musst. Ja. Alles klar. Gehen wir erstmal hier.
Gott bin ich reich. Ja. Du bist ja reicher als reich. Hä? Okay. Was ist denn hier drin? Putzfrau. Diesen Koffer brauche ich gerade, also. Der wollte was klauen. Ja, hat sie es gegessen. Meine Zimmermädchen hat Sachen gestohlen, ey. Ja, geht so nicht, ne? Ne. Das gibt auf jeden Fall eine schlechte Bewertung, ne? Ja. So. Voll. Gelb Klopapier. Ja, das Klopapier ist aus Gelb gemacht. Steck meine Tasche ein. Ja. Ah, pass auf. Jetzt hast du noch eine Erfindung von dem Professor kaputt gemacht. Ach was, ne? Mir bestimmt nicht wichtig. Oh mein Gott. Bestimmt nicht irgendwie Luigi's Mansion 4 oder irgendwie so. Meinst du nicht? Hey Luigi, entschuldige die Frage, aber ich war gerade kurz nicht an meinem Platz. Hast du meinen Koffer? Was? Der Gästedienstmädchen ist damit abgehauen? Das ist ja wohl die Höhe. Eine absolut inakzeptable Situation. Steh nicht so untätig herum. Nimm die Verfolgung auf. Ach was, sie wird schon nicht weiterkommen. Alter, du hast den gerade gesuplext, ey. Ja. Was finden wir hier? Sehr schön, ne? Ja. Warte. Den solltest du anleuchten. Lass ihn nicht entkommen. Los, auf! Oh. Diese Geister sind übrigens wichtig, weil sie haben Juwelen. Und sie können auch nur mit deinem Schlag erledigt werden. Denn das heißt, sie nehmen keinen Schaden, wenn du sie nur ansaugst. Wofür ist diese Gießkanne? Wahrscheinlich für die Blumen. Was ist das? Gießen. Ah. Jetzt hast du sie in das Wasser ertränkt. Ach was. Und jetzt solltest du sie mal anbieten. Schöne Blumen, ne? Okay. Ja, du bist nur gierig nach dem Geld, ne? Ja, da muss ich richtig machen. Aber wo ist er? Wo ist die Energie? Ja, ist ja cool. Geld! Ja, war wirklich nichts drin, Mann. Nein, das war die andere Tür. Da sind Münzen drin, ganz viele. Sieh euch all dieses Geld an, ey. Da scheint nichts zu sein. Ja, voll beleuchtet und so. Das war schön, ne? Da hat schön gefunkelt, ne? Ja.
weiterempfehlen. Ey. Ach, wart. Dann, ja. Komm her. Ja, du hast ihn schon auf 20 HP runtergeprügelt, ey. Oh, okay. Oh, yeah. Okay. Neuer Angriff. So, jetzt kannst du auch das Dienstliche verfolgen. Wo ist denn die hin? Du solltest die anderen Zimmer mal überprüfen. War schon das andere. Ja, links, rechts ist nichts mehr. Wo könnte sie sich versteckt haben? Hallo, bist du drin? Ja! Was? Was? Ja, du sollst, ich glaube, du musst sie erst an mit einem Saugnapf schießen. Ja, und jetzt rausziehen. Sie entkommt. Was sie nicht entkommen. Oh, wir sind jetzt schon wieder vorbei. Hallo? Eine Kleinigkeit am Rande, die sich zu wissen lohnt, Luigi. Bei jedem Durchschreiten einer Tür wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Mit einer Einschränkung. Und wenn du zu schnell zur nächsten Tür eilst, funktioniert das vielleicht nicht. 10 Sekunden sollten zwischen zwei Türen liegen. In der Geduld liegt die Kraft, sagt man zu Recht. Bleib schön fleißig, so wie bisher. Oh, bye-bye. Jetzt redet der auch noch von Speichern, ne? So wie es aussieht, ist sie hier nicht. Aber das Geld. Das ist noch viel wichtiger. Ja. Ich würde auch den Gold mal da reinpacken. Ja. Da ist sie! Sehr gut. Sie ist hier nicht. Ich bin im anderen Zimmer. Wie nur Geld? Geld, aber ich dachte, du magst Geld. Da ist noch Geld. Noch Geld? Mal gucken. Was? Was? Schaust du denn gerade wirklich beim Sauermachen zu? Perversling! Warum machst du das? Okay, ich muss aber zugeben, ich habe ihn auch beobachtet. Das hat mich sehr verstörend gemacht. Ah, komm, komm. Na, komm schon. Alles klar. Hey, du hast den. Ich habe den Koffer. Gut. Oh. Yeah. Hoho. Nice. Hallo. Oh. Got it. Yeah. Die drei. Luigi. Oh, yeah. Jetzt hast du meinen Koffer und noch dazu einen weiteren Aufzugsknopf. Sehr gut, Luigi, dann komm zurück zum Labor. Erstmal muss ich den Typen hier. Ich muss euch weiter. Hallo? Hallo? Geht mal gar nicht, dass du den Hintern putzt mit der Arme. Ja, geht ja gar nicht, ey. So müssen wir das alles zusammenfügen, ne? Ja. Oh, yeah. Das war's dir aber wert, ne? Ja. Immer verdunkelt. Ich muss einfach nur duschen und dann kommt auf einmal so ein Irrer mit einem Staubsauger und dreht mich durch den ganzen Raum. Ja, aber Moment, müssten wir dadurch nicht erstmal Geister sein?
Hm. Und ich glaube, dass wir immer noch ziemlich lebendig sind. Oder findest du nicht? Ja. Du solltest erstmal zurück zur Tiefgarage. Ja. Aber erstmal Knopf. Oh, ja. Oh. Yeah. Oh. Nein, ich wollte machen. Mann, oh. Die drei. Oh yeah. Luigi, du kannst jetzt auch Etage 3 erreichen. Aber bevor du dich dorthin begibst, bring mir meinen Koffer ins Labor zurück. Ich brauche ihn dringend. Okay. Warte hier. Ja, ja, B1. Wow! 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 Und jetzt werdet ihr geblitzdingst. Ah! Gegen den Spiegel. Ah, ich hab mich selber. Ich hab mich selber geblitzdingst. Ja. Das war ganz schnell. Ganz, ganz schnell. So. Hallo. Ach, da bist du ja wieder, Luigi. Mein Koffer, aber Danny. Aha. Gib her. Jetzt gebe ich dir nicht. Wow. Wow. Endlich habe ich, was ich gebraucht habe. Jetzt ist es an der Zeit, meine neue Wunderwaffe im Kampf einzusetzen. Ich selbst bin ja zu alt, um auf Geisterjagd zu gehen, deswegen... Und deshalb habe ich einen Helfer erschaffen, der die Aufgabe für mich übernehmen kann. Hier ist die neueste Erfindung, die Professor Igitt ins Superhirn entsprungen ist. Fluigi! Die Entwicklung war eine riesige Herausforderung. Zum Glück war mir aber ein gewisser jemand beim Testen des Prototyps eine große Hilfe. Wozu meine Erfindung gut sein soll? Das werde ich dir gleich erläutern. Aber zunächst, dreh dich mal um, Luigi, damit ich dein Schreckweg FL-U mit diesem Glibber alias Fluigi befüllen kann. Jetzt was mit meinem Maske. Gut, damit sind wir startklar. Okay, Luigi, Zeit für eine kurze Einführung. Dazu müssen wir hier raus. Auf mich runterfallen lassen. Ja, ich wusste es. Jetzt bist du mein Gefangener, Luigi. Nun, krieg dich wieder ein. Das ist nur ein kleiner Spaß. Andererseits lasse ich dich auch nicht einfach so wieder aus dem Käfig. Warum? Ganz einfach. Ich möchte, dass du etwas lernst. Und zwar, wie du dich mit Hilfe von Fluigi aus deinem Gefängnis befreien kannst. Aktiviere Fluigi durch Drücken des R. Zweimaliges das R-Rücken holt Fluigi in den Schrecken FLU zurück. What? Ich präsentiere deinen ganz eigenen persönlichen Assistenten. Hier ist Fluigi, den werde ich übrigens spielen. Ja. Fluigi kann sich durch enge Lücken quetschen, zum Beispiel auch durch Gitter oder Entlüftungsschlitze. Es ist wirklich erstaunlich, was so in seinem weichen, formbaren Körper alles möglich ist. Na los, probier es mal aus. Ja, bitte. Er bewegt sich quasi genau wie du, Luigi. Insofern wirst du ihn auch auf Anhieb Probleme steuern können. Ach, noch was. Wenn Luigi aktiviert ist, wechselt die Kontrolle durch einmaliges Drücken auf dem rechten Stick auf dich und durch erneutes Drücken wieder auf Luigi. Jetzt solltest du Luigi erstmal helfen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Hi. Oh. What? Wasser verträgt Luigi in keiner Weise, Luigi. Bei Berührung damit schmilzt er und verschwindet. Wenn es irgendwo nass ist, musst du stets vorsichtig sein. Was? Da ist auch Wasser. Boah.
Und du kriegst das hin. Warte. Warum blendest du mich? Weil er das mal gedient hat. Jetzt solltest du den Knopf drücken und rausgehen. Gut gemacht, Luigi. Jetzt kann ich dich guten Gewissens mit Fluigi auf deine Mission schicken. Dein Training ist damit vorerst abgeschlossen. Lass uns zum Labor zurückkehren. Gut gemacht, Luigi. Ich bin beeindruckt. Und da fällt mir auch noch etwas ein, das ich dir erzählen wollte. Die Sensoren des Labors haben die Präsenz eines geheimnisvollen Gebäudes aufgespürt. Es handelt sich um ein ominöses Hochhaus, das sich ganz in der Nähe dieses Hotels befindet. Luigi, du willst sicher schnellstmöglich deine Begleiter wiederfinden, aber dieses Hochhaus könnte eine vollkommene Abwechslung sein. Aber nicht nur das, vermutlich treiben sich auch dort Geister herum. Somit könntest du an deinen Fähigkeiten feilen und der Wissenschaft dienen. Ich habe ermöglicht, dass du von Labor aus dieses Hochhaus aufsuchen kannst. Wähle mehr Spieler und dann die Option Wirrwarrturm. Viel Spaß! Das ist der Online-Modus. Moment, noch was! Wenn du dich nur etwas einsam fühlst und du dich mit anderen Spielern amüsieren möchtest, probier mal den Polterpark aus. In diesem Modus können bis zu 8 Spieler gegenseitig gegeneinander antreten. Ein Riesenspaß! Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja! Du kannst jetzt eine weitere Etage erreichen. Geh zum Aufzug und suche Etage 3 auf. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part. Ja, wir beenden den Part und dann beim nächsten Mal bin ich jetzt auch mal mit dabei. Ja, schön. Schön, ne? Hat ja nur 3 Parts gedauert. Ja. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao. Ciao.